Hi, schön, dass du hergefunden hast. Mein Name ist Saskia und ich bin Teilnehmer bei einer zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung bei Yoga Vidya. Diese Woche war leider unfreiwillig sehr, sehr kurz für mich. Warum und wenn du mehr darüber erfahren willst, würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, wenn ich richtig gerechnet habe, übrigens müsste diese Mini-Mini-Mini-Folge rauskommen an einem ganz besonderen, für mich ganz besonderen Wochenende. Und zwar ziehe ich um demnächst und zwar sehr wahrscheinlich an dem Wochenende, an dem diese Folge, wie gesagt, rauskommt. Deswegen wundert euch nicht, wenn da alles vielleicht ein bisschen chaotischer ist, gewisse Zeiten bei mir länger dauern, bis ich mich wieder melde bei euch. Ich bin dann einfach im Umzugsstress. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann schon bald in einer neuen Umgebung wieder. Ich bin schon ganz gespannt, ich habe viele Ideen, wie das dann in der neuen Wohnung aussehen könnte. Aber bis dahin erstmal den Umzug überleben, erstmal Renovierung überleben und. Das ist auch mit der yogischen Achtsamkeit, weiß ich, hält das dann nicht lange vor bei mir. Ja, diese Woche war irgendwie der Wurm drin. Unfreiwillig kurz bedeutet im Konkreten, dass ich zum Yoga gefahren bin, ich mich sehr darauf gefreut habe. Und wir eine Mittelstufenstunde hatten, an der ich auch noch teilgenommen habe. Da aber schon ein bisschen gemerkt habe, dass es meinem Rücken nicht so gut geht. Das war der erste Punkt, wo ich schon dachte, so fängt ja gut an, ist jetzt nicht ganz so cool. Aber ich habe es trotzdem genossen. Es war eine sehr gute Stunde, die mein Ausbildungsleiter gegeben hat. Und ja, danach, wir haben dann eben nach der Praxis zur Theorie eine kleine Pause gehabt und ich gehe kurz in die Garderobe und schaue auf mein Handy und sehe die Nachricht, Ihre Corona-Warn-App hat eine neue Nachricht für Sie und ich dachte, das finde ich irgendwie uncool und gucke drauf und sehe, ich hatte eine Risikobegegnung, vor 2 Tagen, was mache ich denn jetzt? Gut, ich bin doppelt geimpft und alles und ich weiß, diese Risikobegegnung fand sehr wahrscheinlich in einem Zug statt, wo sowohl besagte Person, wer auch immer das war, und auch ich eine Maske auch gehabt haben, aber trotzdem, in dem Moment bin ich halt zu meinem Lehrer gegangen und habe gesagt, hey, hier habe ich die Meldung in der App, was soll ich jetzt machen? Und wir haben dann beide gesagt, es ist jetzt besser in der Situation, dass ich nach Hause gehe. Bisher alles schick, alles super, ich habe keinerlei Anzeichen oder so. Und ich glaube auch, es ist super. Also es wäre richtig viel Pech, wenn da irgendwas passiert sein sollte. Aber in dem Moment war es dann für mich doch wichtiger und hat sich richtig angefühlt zu gehen. Einfach, wenn doch irgendwas ist und man steckt seine Mit-Yogis an. Das wäre halt einfach richtig scheiße. Naja, ich bin dann nach Hause geraten, habe mich ziemlich geärgert. Aber nützt ja nichts. Wichtig war, dass da eben alles gut ist und bisher auch gut läuft. Das heißt, von der Theorie habe ich leider nicht allzu viel mitbekommen. Und das, obwohl wir uns, also es ist ja momentan nur vor Ort, aber bei dieser Stunde war es der Fall, dass wir dann eben auch, weil einige nicht konnten, uns selber quasi so eine Art Online-Channel dazu gebastelt haben. Das ist ganz cool, weil eine von uns dann das streamt über einen persönlichen Zoom-Kanal, über einen Zoom-Link und dann die anderen, die halt an dem Tag nicht vor Ort sein können, sich mit einloggen können. Zumindest im Theorieteil machen wir das. Das finde ich echt ganz cool. Und ich bin also nach Hause geraten und habe gedacht, oh, kann ich wenigstens noch ein Stück der Theorie mitbekommen. Und es war aber Murphy's Law einfach. Ich bin hierher gekommen, habe den Rechner hochgefahren. Mein Rechner sagte, kein Internet und ich dachte so, du blöder Rechner. Und bis ich dann das hingekriegt habe zum Laufen, habe ich auch leider nicht mehr wirklich viel mitbekommen. Das war ein Fall von Dittem. Aber es gehört auch dazu, so kann es eben auch laufen, ob es nun an Krankheiten liegt oder an einer schlechten Internetverbindung oder wie auch immer. So ist es halt. Und ich hoffe jetzt einfach, toi toi toi, dass wir alle gesund bleiben und uns bald wieder vor Ort sehen können. Ja, und der Rücken, wie ich ja schon sagte, im Unterricht habe ich den ja schon gemerkt. Mein Rücken ist dann die letzten Tage komplett ausgestiegen. Ich kenne das ja leider schon aus dem Sommer. Aber ich fühle mich da aktuell wie so eine kleine Omi, wenn ich immer irgendwas habe und dann sage so, hier der Rücken, da der Rücken. Homeoffice ist halt nicht gesund für mich.
Und ich merke es dann halt doch, wenn ich dann mal irgendwie durch viel Stress oder so, der dann noch on top kommt, wie ich dann etwas eingeschränkter bin. Ich versuche daraus zu lernen und da dann eben wieder was daraus zu lernen, wieder für die zukünftigen Schüler und Schülerinnen, die dann wahrscheinlich ähnliche Probleme mal an der einen oder anderen Stelle haben. Bis dahin versuche ich einfach selber, dass der Schmerz geht. Und ja, drück mir die Daumen, dass es bis zum Umzug, meinem Umzug, wieder weg ist und ich kräftig Möbelkisten mitschleppen kann. Ja, danke dir, dass du bisher zugehört hast in dieser sehr, sehr kurzen, aber sehr, sehr ehrlichen kleinen Folge von Unterricht war super, Theorie habe ich leider komplett verpasst und dazu noch wunderbare Rückenprobleme bekommen, die allerdings nicht vom Yoga kommen, das nochmal an dieser Stelle gesagt, sondern die sich vorher eben schon aufgebaut haben und jetzt halt einmal mal wieder durchgeschlagen gekommen sind. Viele Grüße von Omi Saskia. Ja, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like, hinterlass mir gerne einen Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns im Idealfall nächste Woche und ansonsten vielleicht die Woche drauf wieder, wenn ich dann mein Umzugschaos in den Griff bekommen habe. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ciao!